ihr auch in Zukunft noch Videos von uns sehen möchtet, dann wisst ihr ja, worüber wir uns freuen würden. Abo, liken, kommentieren. Werden wir mit einem Herz quittieren. Jetzt hätten wir fast eine wichtige Sache vergessen, und zwar die Nominierungen. Auch wir werden verschiedene Kanäle nominieren, eine Tour nachzuwandern, die wir jeweils vorgeschlagen haben. Ja, und dann fangen wir auch schon mit den Nominierungen an. Die erste Nominierung geht ins Ruhrgebiet, und zwar zum lieben Schrömmi vom Kanal Porteinander. Ja, die nächste Nominierung. Ja, meine lieben Wanderverliebten, hallo Froni, hallo Micha. Ganz herzlichen und vor allen Dingen lieben Dank für die Nominierung anlässlich eures 800 Abonnenten-Specials. Ganz herzlichen Dank dafür und nochmals herzlichen Glückwunsch und alles, alles Gute zu eurem wirklich super tollen Kanal. Die Nominierung, die Challenge, die Menschen, ich nehme es an, ich habe die Tour schon bereits vorgemerkt, schon länger. Von daher freue ich mich jetzt umso mehr, dass ihr mir eure Tour zugeteilt habt. Und der Rucksack ist gepackt, ich habe Bock, es geht los. Auf geht's, ins Wambachtal. Kommt doch einfach mit. Geht schon gut los. Ja, Tag zusammen und Glück auf, frisch auf bei Porteinander. Wir sind unterwegs auf eine kleine Feierabendrunde hier im Wambachtal. Und zwar wurde ich nominiert von Froni und Micha vom Kanal Wanderverliebt. Schöne Grüße an dieser Stelle, anlässlich des 800 Abonnenten-Specials, diese Tour zu laufen. Und das nehme ich doch gerne an. Ihr auch? Kommt mit. Los geht's. Hi. Ich bin von Rügen. Wie hast du das denn gemacht? Das verrate ich dir nicht. Gesprungen? Ja. Eine Brücke. Über die Antfurten. Wanderverliebt. Mit Hindernis. Hops. Nix hops. Besser hier. Ist ja abenteuerlich. Sehr schön. Artista. Wie lange Beine braucht man nur einen Schritt? Und kein Hüpfer. Ja, das Wambachtal. Irgendwo zwischen der Duisburger Sechseenplatte und Mülheim-Saan sind wir hier in einem wunderschönen Naturschutzgebiet, wo man eben noch von Essen-Rüttenscheid auf die 52 gefahren ist. Keine 20 Minuten später ist man hier in einem, ja, guckt es euch selber an, wirklich in einem grünen Idyll. Genau das mag ich. Am Ruhrgebiet, kurze Wege und dann bist du auf einmal rupsibups mitten im Grünen. Richtig gut. Hier eine wunderschöne Wegkreuzung mit einem tollen Trail, und zwar genau dort entlang. Sieht richtig gut aus.
Also das, was ich bisher schon mal gesehen habe, gefällt mir richtig gut. Und jetzt hat man auch noch ein paar weiche Waldwege, tolle Pfade. Ich laufe hier zwischen den Bäumen her. Wunderbar. Relativ naturbelassen. Geht es jetzt hier auch schon wieder weiter. Kurzes Umherirren. Halt! Was? Wo lang? Wo bin ich denn hier? Hört ihr das? Die Vögel. Kleines bisschen Hintergrundrauschen, Autobahn. Ja, und das Niesen von Annika macht wieder alles kaputt, ey. Gesundheit! Oh, hier ist der Wald aber auch ordentlich geschädigt. Eine Schutzhütte. Finde ich total gut. Ja, hier wird erklärt, dass der Wald eine Erholungsfunktion hat. Das sage ich ja immer. Das, ne? Der Wald ist der beliebteste Erholungsraum in der Landschaft. Sein Erholungswert ist unübertroffen, finde ich auch. Er bietet eine Vielzahl von Sinneseindrücken Schutz beim Besuch vor Wind, Kälte, Hitze oder zu starker Sonneneinstrahlung. Genau mein Ding. Ja, auf Pfaden im Wambachtal, nicht umsonst heißt die Tour so. Da hatten wir doch leichte Orientierungsschwierigkeiten am Anfang. Jetzt biegt ein Weg urplötzlich vom Hauptweg ab, ist verdeckt von umgestürzten Baumstämmen und Ästen. Ja, und so verlassen wir wieder den kurzen Hauptweg und gehen wieder ungestört im Grünen lang. Go, 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 go! Zieh! Gib alles! Im Wald geht es offensichtlich nicht allzu gut. Mann, das sieht ja hier aus. Guckt euch das mal an. Sieht irgendwie so ein bisschen postapokalyptisch aus, meine Güte. Da habe ich es ja echt lieber ein bisschen grün. Ja, genau da sind wir wieder auf Wegen, die uns auch gefallen. Zwischenzeitlich sind wir mal ganz kurzes Stück an einer Straße entlang, vor einem separaten Fuß- oder Gehweg und ein kurzes Stückchen Wiese und jetzt geht es wieder wunderbar in die Natur, herrlich. Ja, und es ist schön warm. Ganz anders als vorhergesagt. Kopf einziehen. Oh, sehr gut. Schöner Bachlauf hier, ganz toll. Erinnert mich tatsächlich an den Dünkfer Wald oben. Rotbachtal, ja, wo ist die Anni? Wegefotos machen. Und jetzt mit Anlauf drüber oder da dran vorbei? Ah, so einfach ist das. Guck mal, ich wollte schon hier dran vorbei, aber da ist nur eine Baumwurzel. Sieht jedenfalls auch stark aus. Ah, wie hast du das gemacht? Yes, mach das mal! Mit Gepäck auf dem Rücken. Auch kurze Beine. Auch. So, jetzt geht es auch schon wieder weiter. Mann. Gigantisch. Immer wieder diese umgestürzten Bäume hier. Das ganze Wurzelwerk da entblößen. Wahnsinn, mit welcher Macht und Gewalt die wohl umgefallen sein mögen. Vor allen Dingen, wie lange schon. Also bei der letzten Aktion habe ich ja drin gelegen.
man noch mal kurz ein bisschen mehr auf den Weg achten. Boah. Aber das wird schon gehen. Ja. Souverän. Man hätte auch drüber springen können. Ja, guck mal, herrlich. Sattgrün, die Natur, die explodiert gerade. Gestern Abend hat es noch ordentlich geregnet. Dementsprechend rutschig ist es ja auch noch, aber jetzt nicht schlammig und matschig. Aber schön. Sehr angenehm und beruhigend fürs Auge. Also so viele umgestürzte Bäume auf einem Haufen habe ich echt lange nicht mehr gesehen. Da auch schon wieder. Hier auch. Lässt man einfach so. Schön. Wisst ihr was? Das Schöne ist, hier ist gar keiner. Kaum einer da. Hier ab und zu sieht man mal jemanden, begegnet man jemanden. Ansonsten hier im Wald. Überhaupt nicht überlaufen. Gut. So, was haben wir denn hier für ein Gebäude? Aha. So. Kann man nicht erkennen, was das ist hier. Kein Eingang. Können wir noch nirgendwo reingucken. Ja, schade. Doch eine alte Bunkeranlage. Hier bin ich gerade drüber gelaufen. Irgendwas eingestürztes. Dann nochmal. So, kurz vor Ende wird es dann nochmal abenteuerlich. Ja, kann man auch so machen. Schöne Strecke, schöner Pfad, schöner Trail, wie auch immer man das nennt. Durchs wilde Wambachtal. Gefällt mir gut. Abwechslungsreich. Unerwartet viel Grün zwischen Mülheim und Duisburg. Zwischen Entenfang und Sahn. Wirklich ein Naherholungsgebiet, Naturschutzgebiet. Kannte ich vorher auch noch nicht. Toller Tipp von den Wanderverliebten. Grüße nochmal an dieser Stelle. So, da ist sie wieder, diese Pflanze. Wer mir sagen kann, was das für eine ist, bitte einmal in die Kommentare schreiben. Toll. Erwischt. Die hält. Oh,
Gut, du könntest jetzt auch 2 Meter weiter darüber einfach kurz. Wir sind auch schon wieder am Ende unserer kleinen Runde durch das wilde Wambachtal, muss man sagen. Hat uns sehr, sehr gut gefallen. Sehr schöne kleine Trails, kleine Tracks, kleine Pfade, wie auch immer. Das war sehr abwechslungsreich. Man vermutet ja wirklich überhaupt nicht so ein wunderschönes Naturschutzgebiet. Und ich würde die Nominierung tatsächlich gerne aufgreifen und vielleicht auch weitertragen. Und an dieser Stelle, ich weiß noch nicht welchen Track, aber du weißt es vielleicht schon, wenn du zusiehst, lieber Christian von Geh raus, du bist es, du kriegst einen Trail von mir zum Nachlaufen. Grüße auch an die Carmen. Und dann würde ich sehr gerne eigentlich einen Fahrradkanal erwähnen, der auch mal ein paar Wandervideos gemacht hat. Und zwar ist das der liebe Frank, der Rausgeher aus Bochum. Du seist hiermit auch nominiert, vielleicht mal einen Track von mir nachzulaufen. Und nochmal nach Bochum würde ich Petra und Herbert sehr gerne nominieren. Wandern im Ruhrgebiet. Wenn ihr Bock habt, lauft doch vielleicht auch mal eine Tour von mir nach. Ich suche mir aus welche und dann ja, zeigt mir eure Eindrücke. An dieser Stelle bleibt gesund, vergesst wie immer das Rausgehen nicht und entdeckt die Natur. Bis bald, euer Schrömi von Potternander.